Das große Catch Wrestling World Grand Prix Finale fand am Samstag im Wiener Hallmanndom statt. Zahlreiche österreichische und internationale Wrestling-Profis traten in insgesamt 7 verschiedenen Bewerben an. Einer der Höhepunkte des Abends war der Royal Rumble. Es beginnen 2 Catcher und alle 60 Sekunden kommt ein neuer Catcher dazu. Es werden insgesamt 12 Ringer hineingeholt. Verloren hat, wer über das oberste Seil hinausgeworfen wird und mit beiden Fußsohlen auf dem Hallenboden aufkommt. Das zählt nur eins, überleben, am Schluss drinnen bleiben. Und das ist genau das, was ich heute plane. Egal ob Freund oder Feind, am Schluss zählt, wie gesagt, nur der Sieg. Und ich schaue, dass ich mich da irgendwie durchmanövriere, bei den Großen ein paar kleine aussehe. Und dann am Ende hoffe ich doch, dass ich heute gewinne. Zahlreiche Fans kamen aber auch, um den zweifachen Weltmeister Rey Mysterio live im Einsatz gegen den Amerikaner Joe Doring zu sehen. Beim Spektakel auch dabei der österreichische National Champion Mike Skyfire-Jaritz. Ja, für mich ist eigentlich relativ gut gelaufen, wie ihr gesehen habt, weil ich habe meinen Kampf gewonnen. Und zwar, ja, tougher Gegner. Also ich habe mir 100% geben, er hat mir nichts geschenkt, ich habe ihm nichts geschenkt und für mich ist es halt einfach besser ausgegangen. Der 8-fache Weltmeister Chris Raber kämpfte zusammen mit dem 6-fachen WWE-Champion Alberto El Patron gegen den aus Puerto Rico stammenden Wrestling-Star Apollo und den 189 Kilogramm schweren Samoaner Alofa. Wie man sieht, der Zuspruch der Zuschauer ist sehr groß, die Begeisterung auch. Die zahlreichen Fans kamen, um ihren Idolen ganz nah zu sein. Es ist einfach einmal ganz was anderes. So was sieht man nicht alltäglich und ein Bursch spielt es auch oft auf der Playstation und da ist oft das ganz klasse. Aber wenn man es einmal live dann sieht. Naja, ich bin seit 1985 Wrestling-Fan, Catch-Fan. Es ist lustig zuzusehen, dass die von eigentlich vom Privat her total liebe Leute sind. Also die sind so wie Teddybären, total lieb und sympathisch. Und hier sieht man halt echt, wie sie da noch was drauf haben. Also da geht schon ganz schön zu. Für mich macht Wrestling eigentlich aus, ein guter Kampf, viel Show dahinter. Die Leute durch die Gegend schleudern, einfach Spaß haben. Wer Wrestling einmal live erleben möchte, im November ist eine Fortsetzung in Wien geplant.